Guten Tag, willkommen bei Part 6 im Yu-Gi-Oh! Let's Play. Heute holen wir uns unser Deck endlich. Wir haben ja so lange mit einem Standard-Deck duelliert und jetzt holen wir uns endlich unser echtes Deck. Aber zunächst, ihr kennt es wahrscheinlich schon, richtig, erkunden. So, gut, hier ist nichts, hier ist nur ein scheiß Ghetto. Der Kartenladen dort ist noch nicht geöffnet. Nicht? Hier sind doch überall Steine, oder hier zum Beispiel liegt ein fetter Stein. Den könnten wir dann schön benutzen und hier reinschmeißen und dann könnten wir uns sämtliche Karten unter den Nagel reißen. Aber leider geht es nicht. Schade eigentlich, ne? Gut, dann gehen wir hier mal nach Westen. So, wo geht's denn hier lang? Hier ist ein, ja, hier ist so ein ziemlich schönes Haus. Ist ja fast so wie ein RTL-Haus. Da gehe ich hier mal rein. RTL-Haus? Ne, das ist genau das Gegenteil von einem RTL-Haus. Die Häuser dabei in der RTL-Sendung. In den Okay, ich probiere es nochmal. Ich muss mir erst wieder hineinfinden in das Let's Play. Ich habe ja schon seit 4 Tagen keinen neuen Partner aufgenommen. Okay, ja, das ist genau das Gegenteil von einem RTL-Haus. Die bei RTL, die wollen sich ja so, die sind ja so fein, ne, und haben immer so schöne Häuser in den Sendungen wie Familien im Brennpunkt oder, Mitten im Leben oder was weiß ich für Sendungen es noch gibt. Ja, und da sind sie immer total schön eingerichtet und, alles ist dort an seinem Platz, wo es sein soll. Halt so richtig wie eine Musterfamilie. Also so ein Musterhaus sein soll, meine ich. So ist, wie so ein richtiges Haushalt sein sollte. Aber das Verhalten von denen stimmt nicht, ne? Denn die benehmen sich teilweise ziemlich asozial. Obwohl sie so ein schönes Haus haben. Da frage ich mich, wie kommen die an so einem schönen Haus, wenn sie ein asoziales Verhalten haben? Da müsste man denen doch so eine Bruchbude hier eigentlich geben, oder? Egal. So, jetzt zurück zum Spiel. Auf dem Tisch ist eine Karte, die zeigt, wer die Gebiete in Satellite kontrolliert. Was ist das? Da ist etwas unter dem Schreibtisch. Du hast Feinkontrolle erhalten. Cool. Feinkontrolle. Jetzt haben wir genau eine Karte. Mehr haben wir nicht. Wir haben ja kein Deck zurzeit. Das ist ja bei den Wächtern noch, ne? Das heißt, wir haben jetzt ein Deck bestehend aus einer Karte. Und was ist hier? Du hast einen DP-Code erhalten. Er ist 300 wert. Ah ja. Weiteres Geld für weitere Karten. Gut, gibt es hier noch irgendetwas? Hier vielleicht? Da können wir noch was anwählen, hier. Nur ein weiterer Müllhaufen. Da muss doch irgendwo noch eine Karte darunter liegen oder so. Stimmt. Ist hier vielleicht irgendwas? Nein, sieht nicht so aus. So, ihr merkt, ich lasse mir sehr viel Zeit in diesem Let's Play als im letzten. Falls ihr das letzte Let's Play gesehen habt, ich weiß es ja nicht. Hier gibt es nichts Brauchbares, nur ein Haufen Müll. Und was ist mit mir? Bin ich auch Müll? Ich meine, da gibt es hier nichts Brauchbares. Das heißt, ich bin eigentlich auch nichts Brauchbares. Will die Beschreibung jetzt mir sagen, oder wie? Oh, das Spiel hat mich beleidigt. Ich gehe mich beschweren. Oh, hier ist wieder so eine Kiste. Und was ist da drin? 200, okay, 200 DP. Und da kann man nach unten schauen. Hey, was ist denn da? Ein schönes Häuschen. Okay, schön ist relativ, denn hier sind kaputte Fenster, glaube ich. Sieht ziemlich verlassen aus, das Ganze. Ach ja, das sind die ganzen Feinheiten der Details. Da haben sich die Entwickler Mühe gegeben. Ein Plus, was ich dem Spiel geben würde. Gut, dann haben wir hier alles erforscht. Hier gibt es nichts mehr. Hier können wir nach Norden gehen. Hier genau. Ja, ich gehe mal nach Norden und schau mal nach, was wir hier dort finden. Als erstes brauchst du dein Deck zurück. Geh schnell zu Crow. Nee, ich will erst alles erkunden. Kennst du mich doch, Spiel. Also das Spiel muss mich eigentlich auch schon gut einschätzen können, oder? Ach ja, ich habe ja was vergessen. Genau, ich habe ja im letzten Part eine falsche Taste jetzt gesetzt, und zwar die Y-Taste. Sorry, dass ich die nochmal konfigurieren muss. Genau, und für Turbo Y haben wir jetzt Y. Quatsch, für Dingens halt, ja, Y. Gut, ich muss jetzt die Y-Taste umstellen.
Oder muss ich das? Ich bin mir nicht sicher. Lass mal. Weißt du, was Sternenchips sind? Ja, wir haben bereits einen gefunden. Das sind legendäre Gegenstände. Du erlangst keine Leben, um sich gegenseitig abzujagen. Ich sammle natürlich diese prächtigen Objekte und genau deshalb brauche ich deine Hilfe. Wenn du einen Sternenchip findest, möchte ich, dass du ihn mir bringst. Natürlich wirst du entlohnt. Ich gebe dir dafür etwas aus meiner Sammlung. Ja, wir haben einen Sternenchip. Sternenchips sind der Stolz eines jeden Duellanten und sie sind einfach so cool. Ja, ich hab bereits einen. Also. Ja, das hast du mir bereits schon mal erzählt. Okay, sie will den Sternenchip anscheinend nicht, obwohl sie gerade uns gesagt hat, dass sie verrückt nach Sternenchips ist. Naja. Sind halt diese Stimmungsschwankungen. Alles klar, hier gibt es anscheinend auch nichts mehr. Und ich mache mal kurz eine Trinkpause. Moment. Alles klar, Trinkpause ist getätigt. Wir müssen ja jetzt zu Crow, aber ich will jetzt nicht zu Crow. Wie gesagt, ich will noch alles erforschen hier. Nach Karten und so ein Zeug, ne? Karten sind ja das Herz in diesem Spiel. Das Herz der Karten kennt man ja sicherlich schon. Und hier ist eine Brücke. Vielleicht finden wir am Ende der Brücke eine weitere Truhe, in der sich etwas befindet. Und, ist hier was? Huch. Du hast Flügel SP erhalten. Ach ja, das können wir, das ist halt so ein, so eine, wie soll ich sagen, so ein Upgrade für unser D-Wheel. Das Einbauteil können wir in unser D-Wheel einbauen. Klingt auch logisch, ne? Ja, und dann haben wir gewisse Vorteile. Alles klar, hier ist, wie gesagt, hier ist ja noch ein Meer. Warum soll ich immer sagen, wie gesagt, obwohl ich das auch gar nicht gesagt habe. Hallo, jemand da? Ich suche nach meinem Deck. Hallo. Schauen wir mal da rein. Das ist der Unterschlupf einer Duellantengang, die ihr noch nicht geschlagen habt. Okay. Und wir haben ja kein Deck. Was wollen die eigentlich machen, wenn wir kein Deck haben, ne? Wollen die uns verprügeln, nur weil wir keine Karten besitzen, oder? Ich verstehe es nicht. So, okay. Waren wir hier schon? Ja, ich glaube, hier waren wir schon, oder? Waren wir hier schon? Ich bin mir nicht sicher. Nee, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Hey, du! Anscheinend gab es mal eine Forschungseinrichtung südlich von hier. Jetzt ist sie jedoch geschlossen. Hier ist alles geschlossen. Das ist hier das reinste Ghetto. Willkommen in Afrika. Nein. Du siehst nichts, was du gebrauchen kannst. Du hast dir nur die Hände dreckig oder schmutzig gemacht. Oh, jetzt muss ich mir sie waschen. Ich muss wieder zurück zum Meer. Kann ich sie mir waschen, die Hände. Und hier ist eine Bowlingbahn. Erkennt man hier sicherlich an diesem Bowlingkegel. Hier gibt es viele Duell-Gangs. Ich würde ihnen fernbleiben, es sei denn, du hast großes Vertrauen in deine Duellfähigkeiten. Die habe ich auf jeden Fall. Aber ich habe momentan kein Deck, nur eine Karte habe ich. Das ist der Unterschrift einer, ja, genau, das stand vorhin schon dran. Die haben sich in der Bowlingbahn bequem gemacht. Okay, coole Sache. Da können sie jederzeit bowlen und sich die Zeit vertreiben, bis feindliche Gangs auftauchen und sie dann zu einem Duell herausfordern. Okay, ich glaube, jetzt haben wir genug Zeit vertrödelt. 8 Minuten reichen schon. Gehen wir zurück zu Crow und sprechen ihn an und dann holen wir unser Deck. Fazit nach den 8 Minuten. Wir haben insgesamt 450 DP, glaube ich, bekommen und eine Karte. Das ist doch schon eine gute Ausbeute. Es ist alles Klärchen. Ich glaube, Crow müsste hier sein, wenn wir hier nach oben gehen, nach Norden. Ah, da ist er, da ist er. Hey, warte mal. Du ziehst dir besser deine Wächteruniform an, bevor du da reinschleichst. Du weißt, wie du dich umziehst, ja? Öffne das Menü und wähle Ändere Bild in der Option aus. Okay. Also hier. Ein neues Thrusher Deck ist im Geschäft verfügbar. Gut, allerdings können wir noch keine Decks kaufen oder uns neue Karten kaufen, weil der Laden ja geschlossen ist. Eine neue Bekleidung ist nun auswählbar. Das ist die Wächteruniform. Gut, dann gehen wir Optionen. Dann ändern wir unser Bild.
dann gehen wir dort hin und wir können aber gleichzeitig auch unseren Charakter ein bisschen anpassen, wenn wir schon dabei sind. Dann machen wir noch eine andere. Ah ja, die Frisur kann man sich ja umstellen, genau. Machen wir mal hier so schwarz. So. Sieht das irgendwie so aus wie eine Elvis-Frisur irgendwie mit diesem Schwarz, kommt mir das so vor. Naja, gut. Okay, die Disc können wir auch ändern. Allerdings haben wir jetzt nur zurzeit die Standard-Disc. Und die Kleidung können wir auch umändern. Hier ist Team Satisfaction. Wachuniform, ja. Ah, mir gefällt die Farbe nicht so wirklich. Machen wir es mal so, so. So, ja genau. So. Jetzt sehe ich irgendwie so aus wie so ein Soldat aus... Nee, nicht so wie so ein Soldat, wie so ein Berater von Adolf Hitler, oder? Was meint ihr? Guten Tag! Hallo mein Führer! Ich stehe hier! Was brauchen Sie? Fehlt nur noch so ein Hitlerbart, dann... okay, ich will es jetzt nicht... Ich will jetzt nicht den Rahmen springen, ne? Also, ach ja, ich wollte euch sagen, ich bin kein Nazi, ne? Mir ist aufgefallen, ich habe hier schon ziemlich viele Hitlerwitze hier gerissen in diesem Display und das, da muss ich mich, glaube ich, langsam dazu äußern, dass ich kein Nazi oder so was anderes auch bin. Das ist alles nur schwarzer Humor, ne? Also nicht ernst nehmen. Dies ist das Warenlager der Wächter. Du solltest aber zunächst mit Crow sprechen. Ich habe doch gerade mit ihm gesprochen, meine Güte. Spiel, okay. Okidoki, ich locke die Wächter an, die das Tor bewachen. Du versteckst dich hier irgendwo. Tü-tü-tü. Hey Wächter, seht so aus, als hättest du nichts zu tun, hä? Du bist doch einer von diesen Duell-Gangs von gestern. Was machst du hier, hä? Oh, du bist es. Sind deine blauen Flecken schon verheilt? Du gehst nirgendwo hin, Kleiner! Das ist aber leicht. Hey du, bleib stehen, du Bengel! Ach, lustig. Alles klar. Alles klarchen. Dann gehen wir jetzt in das Gebäude und holen uns alles, was sie dort besitzen. Okay, ich höre am besten. Ich wollte aufhören. Sorry. Jetzt ist die Zeit, sich in das Warenlager der Wächter zu schleichen und dein Deck zurückzuholen. Richtig, okay. Gut, gibt's hier noch irgendetwas? DPs oder so ein Zeug? Hier ist nichts außer dieses Kreditkarten-Schlitzchen-Teil-Generator-Manifikator-Dingens. Wo wir Kreditkarten reinwerfen können und wir dann Türen öffnen können. Ich bin irgendwie anders drauf als in den anderen Parts sonst. Gut, dann gehen wir hier rein. Alles klar, böse Erinnerung aus dem letzten Part, aus dem letzten Let's Play. Gehen wir hier dort entlang. Oh nee, ich hasse dieses Spielchen. Das ist das Nervigste an den Yu-Gi-Oh! Spielen. Ever. Wir müssen uns an den Leuten vorbeischleichen und sie dürfen uns nicht auf frischer Tat entdecken, sonst fängt alles wieder von vorne an. Genau dieses Problem hatten wir auch im letzten Let's Play. Gut, hier ist anscheinend so ein... eine Synchro-Karte. Nebelraupe. Hat Stufe 9, glaube ich. Ziemlich praktisch. Damit können wir drei Monsterkarten des Gegners auf die Hand zurückgeben, wenn wir die beschwören. Und wir haben unser Deck zurück. Und noch ein anderes unnötiges Deck von Crow. Was ist hier? Und noch eine Flammenwell-Magier-Karte. Was die kann, kann ich euch jetzt gerade aus dem Stegreif nicht sagen. Aber Flammenwell-Karten neigen dazu, Effektschaden dem Gegner zuzufügen. Alles klar, dann gehen wir wieder zurück. Und schleichen uns an den Wächter vorbei. Shh, das müssen wir ganz unauf... Fuck, wir wurden entdeckt. Hey du da, was machst du da? Bleib auf deinem Posten. Nö, es passiert nichts Großartiges. Wie gesagt, wir kommen hier nur zurück zum Ausgangspunkt. Wir werden nicht so verhaftet oder so. Nein, nein, nein. Dafür sind die Wächter viel zu blöd. Gut, er schleicht hier so hin. Jetzt könnten wir es riskieren.
gerade nochmal gut gegangen. Hier ist es noch relativ leicht als im letzten Let's Play. Im letzten Let's Play war es etwas schwieriger. Aber hier ist es noch in Ordnung, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Und wir wurden entdeckt. Doch nicht. Mann, ich bin so gut. Ohne jetzt angeben zu wollen, aber ich bin gut. Okay, wir müssen einen Generator aktivieren und dann öffnet sich die Tür. Und wir können hinein. Gut. Man sieht ja auch auf der Map hier oben, dieser grüne Punkt stellt einen Wächter dar. Oh je, der patrouilliert ziemlich komisch. Jetzt vier nach oben. Jetzt könnten wir uns eigentlich an ihm vorbeischleichen. Wir müssen allerdings achten, dass er jetzt, wenn er hier nach unten kommt und uns nicht entdeckt. Ich probiere es mal. Huch, da ist er. Ach verdammt, da ist ja auch einer. Okay, hier können wir glaube ich nicht vorbei, weil der steht ziemlich still und lässt uns anscheinend nicht vorbei. Egal, was wir probieren. Das heißt, wir müssen wohl nach links gehen. Oh je, hier sind zwei Wächter. Oh nee, das ist aber nicht gut. Okay, der Portal jetzt so. Das ist wieder so ein kleines Rätselspielchen. Und ich hasse Rätselspielchen. Die mochte ich noch nie. Oh Gott, er wird uns entdecken, er wird uns entdecken, er wird uns entdecken. Oh, knapp, das war knapp. Okay, das ist ein kleines Nervenspielchen hier. Okay, probieren wir es nochmal. So. Er kommt zurück, er kommt zurück, er kommt zurück. Ich verpiss mich wieder, ich verpiss mich. Ah, wir haben dieses Problem, dass er mal kurz hier nach rechts geht und schaut, was sich dort abspielt. Fuck. Ich muss erst mir diesen Weg des einprägen, den er läuft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das ist ein reines Nervenspielchen hier. Er kommt jetzt zurück. Wenn ihr zurückgeht und dann hier hinschaut, laufe ich jetzt vorbei. Es muss sehr schnell gehen. Jetzt. Okay, wir haben es geschafft. Vielleicht musst du sie vom Kontrollraum aus in. Ich muss jetzt doch da irgendwas machen. Ach komm schon. Ich habe mich schon gefreut. Müssen wir jetzt doch hier nach links, aber nach links geht es doch gar nicht vorbei, oder? Ich meine, der Wächter dort, der steht still. I'm standing still. Okay. Und in dem Fall, he is standing still. Ich finde es auch etwas übertrieben, dass man hier immer direkt komplett am Anfang zurückkommt. Ich meine, man hätte es ja so machen können, dass man hier wieder an dieser Stelle zurückkommt. Dadurch würde man dem Spieler einige Nerven ersparen. Ich komme nicht an dem vorbei, der steht still. Ich könnte aber vielleicht, so vielleicht, ich bin mir nicht sicher. Das ist schwieriger, als es aussieht. Ich glaube, ich bin am Überlegen, ob ich hier einen Save State setzen soll, um mir einige Nerven zu ersparen. Ich glaube, wenn ich noch einmal scheitern sollte, werde ich das auch tun. Okay, ich muss warten, bis er wieder zurückläuft. Jetzt da zum Beispiel. Aber es funktioniert nicht. Das ist sehr merkwürdig, okay. Da drüben können wir nicht entlang, da müssen wir einen Schalter aktivieren und da hinten auch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt da hier irgendwas machen. Eine andere Möglichkeit sehe ich jetzt zurzeit nicht. Oder können wir hier vielleicht den Aufzug oder so benutzen? Tatsache. Ist dieser alte Aufzug schon wieder kaputt? Ja, anscheinend. Okay, versteck dich.
Genau, hier sieht dich nicht. Hier sieht dich bestimmt nicht. Alles klar, wir haben jetzt einen weggelockt, einen Wächter. Das wird uns das Ganze ein wenig leichter machen. Hä? Oh, da ist ein. Achso, ne, jetzt läuft er. Jetzt ist er. Ah, jetzt haben wir den quasi aktiviert und jetzt läuft er jetzt seinen Weg ab. Ich setze jetzt einen Save State und zwar auf F1. Um mir einige Nerven zu ersparen. Leider habt ihr beim DS das Problem, dass ihr da dann immer wieder zurücklaufen müsst. Das ist sehr nervig. Aber ich glaube, wenn man das häufiger durchspielt, das Spiel, dann wird man sich die Wege schon gut einprägen können. Bei mir ist es gerade das Problem, ich habe das Spiel ja schon mehrmals durch. Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass ich das Spiel schon lange nicht mehr gespielt habe. Und deswegen muss ich mich jetzt hier in diesem Rätsel wieder hineinfinden. Alles klärchen, soweit so gut, soweit so gut, soweit so gut, soweit so gut, soweit so gut. Ich glaube, jetzt erwischt er mich, oder? Erwischt mich, nicht wahr? Ja. Okay. Jetzt könnte ich es riskieren. Ich darf aber nicht zu nah an ihn herangehen. Sonst merkt er es anhand meiner Schritte. Okay, jetzt läuft der andere zurück. Oh, Nervenkitzel. Nervenkitzel. Spannung. Wir haben es geschafft. Gut, hier ist dieser Punkt. Die Kontrollstelle. Hier zu hacken ist gefährlich. Du solltest keine Schalttafeln berühren, wenn du nicht sicher bist. Was ist mit der hier? Die sieht ziemlich ungefährlich aus. Okay, doch nicht. Aber hier. In den südwestlichen Lagerraum kannst du von hier aus nicht entriegeln. Aber vielleicht was anderes? Hier vielleicht irgendwas? Du hast die Tür zum Tresorraum im Nordwesten entriegelt. Okay. Hier zu hacken ist gefährlich. Ja, ist klar. Gut, dann setze ich einen weiteren Save State. Speichern ist ja allerdings nicht mehr notwendig, denn man kann sich hier erwischen lassen. Okay, jetzt müssen wir hier lang. Das ist ja das leichteste von den ganzen Rätseln. Und schon sind wir an ihm vorbei. Gut, dann hier. Oh, ich habe den falschen. Okay, jetzt muss ich den anderen doch nehmen. Ich weiß nicht, wo Südwesten liegt. Oder es war doch Südwesten. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vergessen. Hier waren wir, glaube ich, schon. Ja, genau, hier waren wir schon. Dann müssen wir hier oben und dann nach rechts gehen. Also nach Osten. Dann war es nordostöstlich. Wurde mir dann vorhin was von Südwesten erzählt? Egal. Alles klar, jetzt kommt er zurück. Oh. Jetzt riskieren. Gleich hab ich's. Okay. Gut, jetzt kommt er kurz und schaut vorbei. Winkt seinen Kollegen ein wenig zu. Gut, jetzt warte ich, bis er zurückkommt. Das hatten wir ja auch vorhin schon. Und jetzt, wage ich es. Jetzt, renn, er kommt. Okay, schnell. Öffne die Tür. Oh! Was für ein Nervenspielchen ist das? Einbrecher! Fange ich gleich auch zum Brechen an, wenn ich so eine Karte sehe. Und hier haben wir die Krähe. Und sonst
Wächterdisk. Cool. Also, falls ihr eine Wächterdisk wollt, hier befindet sich eine. Und hier ein Sternchip. Ah, ich glaube, dieses, was wir jetzt da machen, müssen wir gar nicht machen, oder? Ja. Ich bin jetzt am überlegen, wo wir die Karte bekommen für den anderen Raum. Ich schau mal nach, ob wir vielleicht was beim Aufzug machen können. Hey, ist da draußen jemand? Haha, der hat sich im Aufzug eingeschlossen. Witzig. Ja, ich glaube, hier gibt es eigentlich nichts mehr zu tun. Ich schau mal nach, ob wir hier noch irgendwas. Oder nee, hier waren wir schon. Hier bringt es allerdings nichts mehr mit das zu tun. Na gut, dann verlassen wir einfach mal das Haus. die Höhle des Löwens. Speichern. Wir haben jetzt unser Deck und auch das Deck von Crow. Wir können uns unser Deck ja einfach mal anschauen. Eine neue Duellantendiskette ist nun auswählbar. Ja, ich würde sagen, wir rüsten sie auch gleich aus. Ändere Bild. Ah ja. Dasselbe Modell, bloß in Blau. Oder? Ja, kommt mir so vor. Gut, jetzt will ich diese Nazi-Klamotte ausziehen. So. Okay, sieht doch viel besser aus. Dann... Duellantenmenü, Deckaufbau. Okay, wir haben hier Empfängerkrieger. Moment, ich mag erstmal diese Dingens nicht. Hier kann man das umstellen, die Ansicht. Wir haben hier Jagddrache, hohe ATK. Schallente, auch hohe ATK. Empfängerkrieger, Empfängermonster, ziemlich hohe ATK. Albtraumpinguin, erhöht die Stärke aller Wassermonster. Chiron, der Magier, hohe ATK, kann Zauber- und Fallenkarte zerstören. Ziemlich nützlich. Eisenschmied, Kotetsu. Können wir eine Ausrüstungszauberkarte von unserem Deck unserer Hand hinzufügen. Die ist immun gegen Fallenkarten. Flammbelgurnika. Wenn diese Karte ein anderes Monster im Kampf zerstört und so auf dem Friedhof schickt, füge den Lebenspunkt deines Gegners Schaden in Höhe der Monsterstufe des zerstörten Monsters zu. Alles klar, die erinnert mich an die Karte Death Schere. Flinker Momonga, die ist ziemlich nützlich, wenn die auf dem Friedhof landet. Bekommen wir 1000 Lebenspunkte und wir können zwei weitere flinke Momongas von unserem Deck speziell in die verdeckte Verteidigungsposition beschwören und wir haben die dreimal. Dann ein Empfängermonster. Alle Monster von Typ Krieger, die du kontrollierst, erhalten 400 ATK. 500 ATK, die an 1200. Okay. Und die haben wir zweimal drin. Kristallseher. Nimm die obersten zwei Karten deines Decks. Wähle eine dieser Karten, füge deine Hand hinzu und lege die andere Karte unter dein Deck. Die ist gut, um sich die passenden Karten auf die Hand zu holen. Dann haben wir Air Hummingbird, eine meiner Lieblingskarten in diesem Spiel. Denn die erhöht die Lebenspunkte von uns um 500 Lebenspunkte. Also wir kriegen 500 Lebenspunkte für jede Karte in der Hand unseres Gegners. Da gibt es auch so lustige Kombis, die darauf spielen, dass der Gegner möglichst viele Karten auf der Hand hat. Kann man auch mit der permanenten Zauberkarte unendliche Hand oder sowas kombinieren. Also unendliche Hand bewirkt halt, dass der Gegner kein Kartenlimit hat, die er auf seiner Hand haben darf. Also der kann da mehr als 7 Karten auf der Hand haben, so ohne Handkarten abschmeißen zu müssen. Und mit dieser Karte kann man sehr gut Lebenspunkte farmen. Ziemlich gute Kombi. Schneller Vogelmann Joe, falls du die für ein Tributmonster opferst, falls du für die Tributbeschwörung eines Monsters ein Windmonster als Tribut angeboten hast, gib alle Zauber- und Fallenkarten auf dem Spielfeld auf die Hände ihrer Besitzer zurück. Die ist ziemlich nützlich in einem Winddeck. Starker Winter, diese Karte kann nicht durch Kampf mit einem Monster zerstört werden.
das denselben ATK-Wert hat, wenn diese Karte als Glutbeschwörung beschworen wird. Indem ein Monster vom Typ Drache als Tribut angeboten wird, erhält sie ATK in Höhe der Hälfte der ATK, das als Monster, das, na nochmal, der Hälfte der ATK des Tribut angebotenen Monsters. Während diese Karte zwischen, achso, die geht durch Defense, okay. Okay, die kriegt immer ATK in Höhe des zerstörten Monsters, geteilt durch 2 dazu, die ist heftig. Und die geht durch Defense. Ah ne, durch die Tribut angebotenen Monsters, okay. Also das Monster, was man als Tribut anbietet und vom Typ Drache ist, das erhöht quasi die Stärke von dem starken Winddrache in Hälfte seiner Grund-ATK. Tigerdrache, falls diese Karte als Tributbeschwörung beschworen wird, indem ein Monster vom Typ Drache als Tribut angeboten wird, kannst du bis zu 2 verdeckte Zauber- und Fallenkarten zerstören, die dein Gegner kontrolliert. Ziemlich nützlich. 2400 Angriff, 2 Monster opfern, dafür kann man 2 verdeckte Zauber- und Fallenkarten zerstören, ja, nützlich. Verstärkter Empfänger, diese Karte erhält 500 ATK für jedes Empfängermonster auf dem Spielfeld. Die ist auch nützlich, allerdings neigt man dazu, wenn man ein Empfängermonster draußen hat, eine Synchro-Beschwörung gleich zu tätigen, daher hat die auch einen kleinen Nachteil. Zwillingsschwert, plündere einmal pro Spielzug, nachdem diese Karte ein Monster in Verteidigungsposition angegriffen hat, kann sie noch einmal angreifen. Und die geht durch Defense. Ja, diese ganze Beschreibung mit während eines Kampfes zwischen diesen angreifenden Karte und einem Monster in Verteidigungsposition, dessen Defense niedriger sind als die ATK dieser Karte, füge die Differenz deinem Gegner als Schaden zu. Das heißt so viel, dass sie durch die Verteidigungskraft des Gegners geht und ihnen Kampfschaden zufügt. Und die haben wir auch zweimal. Wir haben eine Karte angeboten an die Verdammten, zerstöre ein offenes Monster. Überspringe deine nächste Dwarf Phase. Ja, die ist nützlich, wenn man wenn man ein Monster des Gegners zerstören will und darauf verzichten möchte zu ziehen, weil man vielleicht schon eine krasse Hand hat oder man vielleicht decktot gehen würde. Da ist die ganz nützlich. Banner des Mutes, erhöhe die ATK aller Monster auf deiner Spielfeldseite nur während deiner Battle Phase um 200 Punkte. Schon 500 wieder sagen. Dunkler Kern. Wirf eine Karte ab, entferne ein offenes Monster aus dem Spiel. Kann man gut mit Gesicht des Todes kombinieren. Die Karte. Faustischer Handel. Lege ein als Spezialbeschwörung beschworenes Monster von deiner beliebigen Seite des Spielfelds auf dem Friedhof und beschwöre ein normales Monster des Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deiner Hand. Die könnten wir gut mit diesen Empfängerkrieger kombinieren, damit wir ein Empfängermonster auf der Hand haben und dann könnten wir eine Synchrobeschwörung durchführen. Fluchzerstörer, zerstöre eine Zauberkarte auf dem Spielfeld. Wenn das Ziel dieser Karte verdeckt ist, decke die entsprechende Karte auf. Ist die Karte eine Zauberkarte, wird sie zerstört. Ist dies nicht der Fall, wird sie wieder umgedreht. Der Effekt der Karte, der aufgedeckten Karte wird dabei nicht aktiviert. Geschenk des Märtyrers. Lege ein Monster auf deiner Spielfeldseite auf dem Friedhof. Wähle ein Monster auf deiner Spielfeldseite. Erhöhe die ATK des gewählten Monsters um die ATK des abgelegten Monsters. Bis zur Endphase des Spielzuges, in dem diese Karte aktiviert wurde. Haben wir Glückseisenaxt, eine Ausrüstungszauberkarte, erhöht die ATK eines Monsters um 500. Wenn die Karte zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, ziehe eine Karte. Ja, gute Ausrüstungszauberkarte für den Anfang. Schrumpfen. Wähle ein offenes Monster auf deinem Spielfeld. Die Grund-ATK des Monsters werden bis zum Ende dieses Spielzuges halbiert. Die hatten wir auch schon bereits gespielt in einem Duell. Schwarzanger, das ausgerüstete Monster erhält 500 ATK. Wenn diese Karte vom Spielfeld auf den Friedhof gelegt wird, füge deinem Gegner 500 Schaden zu. Die ist gut in einem Burner-Deck. Seelennehmer. Zerstöre ein offenes Monster, das dein Gegner kontrolliert. Dann erhält dein Gegner 1000 Life Points. Die ist gut in Kombination mit der Feinkarte Simochi-Energie. Und Simochi-Energie bewirkt, dass, wenn der Gegner Lebenspunkte bekommt, ihm die Punkte, die er bekommen würde, als Schaden zugerechnet werden. Da gibt es auch ein Deck. Das müsste Luna, glaube ich, besitzen in diesem Spiel. Das werden wir später bekämpfen schon. Später schon noch bekämpfen. Seelenrückkehr. Lege ein Flip-Effekt-Monster aus deinem
Friedhof oben auf dein Deck zurück. Die ist gut, wenn man ein Flip-Deck hat und diese Krüge einsetzt. Leider sind diese Krüge inzwischen verboten, was ich inzwischen immer noch verfluche. Allerdings sind sie hier noch limitiert, die Karten. Also Verwandlungskrug ist hier limitiert und Verwandlungskrug 2 darf man dreimal hier in diesem Spiel drin haben. Dann Twister, 500 Lebenspunkte, zerstöre eine offene Zauber- und Verfallenkarte. Finde ich ziemlich schlecht eigentlich, die Karte, weil man kann ja anstelle von Twister den mystischen Raumtaifun reintun, die deutlich besser ist und man muss dafür keine Lebenspunkte zahlen. Blitzknall, aktiviere diese Karte nur nach der Schadensberechnung, wenn ein Monster, das dein Gegner kontrolliert, einen direkten Angriff gemacht hat. Jetzt ist die Endphase dieses Spielzuges. Die ist nützlich, wenn man hinten liegt. Dann kann die Blitzknallkarte einen schon noch retten. Donner des Herrschers. Du kannst diese Karte nur in deiner Standby-Phase deines Gegners aktivieren. Dein Gegner kann in diesem Spielzug keine Battle-Phase durchführen. Auch ziemlich nützlich die Karte. Nageldecke. Aktiviere diese Karte nur, wenn sich vier oder mehr Monster auf dem Spielfeld befinden. Zerstöre alle offenen Monster auf dem Spielfeld. Der Effekt ist schon ordentlich. Sieben Werkzeuge des Banditen. Zahle 1000 Life Points, annulliere die Aktivierung einer Fallen- oder einer Fallenkarte und zerstöre sie. Ich weiß nicht, ich bin mit dieser Karte teilweise immer, teilweise bin ich mit der zufrieden, teilweise auch unzufrieden. Natürlich ist es sehr cool, wenn man eine Annullierung einer Fallenkarte annullieren kann, allerdings sind 1000 Lebenspunkte schon ziemlich viel. Allerdings kann einem die Fallenkarte schon das Leben retten in einigen Situationen, wenn der Gegner zum Beispiel Spielkraft aktiviert, dann ist sie ziemlich nützlich. Staubtornado, zerstöre eine Zauber- oder Fallenkarte auf dem Spielfeld. Wir können dann eine Zauber- oder Fallenkarte von unserer Hand setzen. Und Trojanische Explosion. Aktiviere nur, wenn durch den Effekt einer Karte deines Gegners die Kontrolle über ein Monster von deiner Spielfeldseite auf seine übergeht. Zerstöre dieses Monster und füge deinem Gegner Schaden in Höhe seiner ATK zu. Ich weiß nicht, also die kann man vielleicht in einem Anti-Deck benutzen, wenn der Gegner darauf spezialisiert ist, Monster von dem Gegner zu kontrollieren. Goyo-Wächter wäre hier zum Beispiel ein Beispiel. Ich glaube, die tue ich raus, weil die werden wir anscheinend nicht brauchen. Außer natürlich, wenn der Gegner einen Goyo-Wächter in seinem Deck hat. Gut, was haben wir denn noch für Karten? Die Dekrähe. Während des Spielzuges eines beliebigen Spielers kannst du diese Karte abwerfen, um eine Karte vom Friedhof deines Gegners aus dem Spiel zu entfernen. Dann haben wir unseren Brecher. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, lege eine Zauberzählmarke darauf, maximal 1. Diese Karte erhält 300 ATK für jede Zauberzählmarke auf dieser Karte. Du kannst eine Zauberzählmarke von dieser Karte entfernen, um eine Zauber- oder Feinkarte auf dem Spielfeld zu zerstören. Ja, die tue ich auch rein, weil die ist ziemlich gut, die Karte. Dann haben wir noch Entkräftigungsschild. Annulliere den Angriff eines Monsters deines Gegners und erhöhe deine Lebenspunkte um dessen ATK. Fallenfalle, du kannst diese Karte nur. Die haben wir schon, aber ich lese sie trotzdem noch vor. Du kannst diese Karte nur aktivieren, wenn dein Gegner während der Battle Phase eine Fallenkarte aktiviert. Annulliere die Aktivierung dieser Fallenkarte und zerstöre sie. Diese nützlich, wenn man angreifen möchte. Feinkontrolle. Wähle und aktiviere einen der folgenden Effekte. Effekt 1. Ändere die Kampfposition von einem offenen Monster, das dein Gegner kontrolliert. Effekt 2. Biete ein Monster als Tribut an. Wähle ein offenes Monster, das dein Gegner kontrolliert. Übernehme bis zur Endphase die Kontrolle darüber. Ferngesteuerter Blindgänger. Wähle zwei Monster in offener Angriffsposition auf dem Spielfeld. Wenn mindestens eine der gewählten Monster vom Spielfeld entfernt wird, zerstöre diese Karte. Wenn diese Karte zerstört wird, zerstöre die gewählten Monster. Nur ordentlich. Dann den Flammenwellmagier. Solange du Verbündete der Gerechtigkeit Monster kontrollierst, erhält diese Karte 400 ATK. Gut, ich habe ja vorhin was gesagt, dass Flammenwellmonster darauf spezialisiert sind, Effektschaden zuzufügen. Allerdings hat die hier einen anderen Effekt, denn diese Karte erhöht die ATK eines Verbündeten der Gerechtigkeit Monster. Haben wir denn einen? Nein, leider nicht. Es gibt ja eine Karte, die heißt Verbündete der Gerechtigkeit. Hat 6 Sterne oder 5 oder 6, bin mir nicht ganz sicher.
und ist ein Synchromonster. Wäre jetzt schön gewesen, wenn wir die im Deck hätten. Schauen wir uns gleich unsere Synchromonster an, die wir haben. Gaia rettet die Kraft der Erde. Ein Empfänger und ein oder mehr Nicht-Empfängermonster hat 2600 ATK, ziemlich gutes Empfängermonster, ein Standard-Empfängermonster, Synchromonster, verdammt. Ein ziemlich gutes Synchromonster für den Anfang. Naturia Garoerpel. Dafür müssen wir ein Erde- und ein Nicht-Empfängermonster vom Typ Erde als Tribut anbieten. Hat Stufe. Welche Stufe hat denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Sterne, okay. Ziemlich schwierig zu beschwören. Und ich selbe Urbellum. Wenn diese Karte deinem Gegner Kampfschaden zufügt, falls dein Gegner 4 oder mehr Karten in seiner Hand hat, lege eine zufällige Karte von seiner Hand auf sein Deck zurück, oder? Ja, da gibt es keine zweite Seite. Gut, dann schauen wir uns noch die anderen Karten an, die wir haben. Klebefallgrube. Du kannst diese Karte nur aktivieren, wenn ein Gegner erfolgreich ein Monster als Normalflip oder Spezialbeschwörung beschwört. Solange das Monster auf dem Spielfeld liegt, wird die Grund-ATK des Monsters halbiert. Oh, die ist nützlich. Die ist sehr nützlich. Ist aber leider keine permanente, oder? Ist die permanent? Nee, die ist nicht permanent, oder? Nee, sie ist leider nicht permanent. Kunai mit Kette. Wähle ein oder beide dieser Effekte. Aktiviere diese Karte nur, wenn ein Monster deines Gegners angreift. Ändere das angreifende Monster in die Verteidigungsposition. Effekt 2. Rüste ein Monster, das du kontrollierst, mit dieser Karte aus. Es erhält 500 ATK. Dann Lichtschwert. Wähle eine zufällige Karte von der Hand deines Gegners und entferne sie verdeckt aus dem Spiel. Während der vierten Standby-Phase deines Gegners nach der Aktivierung dieser Karte, gibt diese Karte auf seine Hand zurück. Dann die Nebelraupe. Synchromonster, die werden wir auf jeden Fall reintun. Na, was ist jetzt? Ich will die reintun. Hallo? Warum geht das nicht? Elza. Das Spiel ärgert mich wieder. Gut, Nebelraupe. Ein Empfänger oder zwei Nicht-Empfänger-Monster. Wenn diese Karte als Synchro-Beschwörung beschworen wird, gib bis zu drei Karten, die dein Gegner kontrolliert, auf die Hand zurück. Die ist ziemlich nützlich. Die habe ich auch häufig drin gehabt, als ich das Spiel privat gespielt habe. Schlaghieb. Aktiviere diese Karte nur, wenn ein Monster angreift, das du kontrollierst. Bis zum Ende dieses Spielzuges erhält dieses Monster 700 ATK. Und während eines Kampfes, ja, geht durch die Fans. Also das Monster kriegt 700 ATK und geht dann durch die Verteidigungsposition. Ja, die ist ziemlich nützlich, wenn man angreifen möchte. Schlimmes Desaster. Aktiviere diese Karte nur, wenn dein Gegner einen Angriff deklariert. Zerstöre alle Zauber- und Fallenkarten. Die ist nützlich, wenn man keinen schweren Sturm in seinem Deck haben kann, weil die vielleicht verboten sein könnte oder so. Ja. Trojanische Explosion, die hatten wir ja schon. Die haben wir rausgenommen. Verfluchtes Siegel des verbotenen Zauber. Da ist die Schrift abgeschnitten. Zauber, irgendwas. Wirf eine Zauberkarte ab. Annulliere die Aktivierung und den Effekt einer Zauberkarte und zerstöre sie. Dein Gegner kann während des Rests dieses Duells keine Zauberkarten mit diesem Namen aktivieren. Boah, die ist ordentlich. Die ist echt ordentlich, aber die ist auch ziemlich schwierig zu spielen. Dann haben wir Xing Shen Hu, die hatten wir auch schon gesehen, die Karte. Wähle zwei gesetzte Zauber- oder Feinkarten auf dem Spielfeld, um diese Karte zu aktivieren. Solange diese Karte auf dem Spielfeld liegt, können die gewählten Zauber- oder Feinkarten nicht aktiviert werden. Wie gesagt, ich habe es ja schon mal gesagt, dass die gut kombinierbar ist mit der Karte Bodeneinsturz. Zwei Klauenangriff. Wähle zwei Monster, die du kontrollierst und ein Monster, das deinen Gegner kontrolliert und zerstöre sie. Die kann man reintun, wenn man ein Deck hat, das auf Spielmarken spielt. Dann kann man die zwei Spielmarken abgeben, zum Beispiel zwei Sündenböcke abgeben und dann ein starkes Monster von seinem Gegner zerstören. Gut, das sind alle Karten, die wir haben. Im nächsten Part werden wir unser Deck wahrscheinlich verbessern, indem wir unsere DPs ausgeben werden und uns neue Karten zulegen werden. Und dann haben wir ein richtig gescheites Deck fürs Erste. Natürlich werde ich dann auch wieder die ganzen Karten vorlesen, so wie ich es hier getan habe.
Was leider auch ein bisschen lange dauert, gebe ich zu. Aber, ja. Je länger wir dieses Let's Play machen, desto besser wird's. Und desto besser lernt ihr Yu-Gi-Oh! Spielen auch noch teilweise. Falls ihr das Spiel nicht so gut könnt wie ich. Ohne es angeben zu wollen, natürlich. Okay. Ja. Dann würde ich vorschlagen, ich beende den Part jetzt fürs Erste und dann verbessern wir im nächsten Part unser Deck. Bis dahin. Viel Spaß noch auf YouTube. Und ja. Macht's gut, euer Jan KLP. Ciao.